Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen zur nächsten Folge Transport Fever 2 von der Rhonetalkarte. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sitzen hier in unserer Tram in Genf und fahren eine Runde mit. Machen wir aber nicht mehr zu lange, denn wir haben natürlich wieder einiges vor. Als erstes hatte ich in der letzten Folge vergessen, noch die Ampeln hier zu entfernen. Die müssen natürlich alle einmal hier weg. Und da werden wir mal schauen, dass wir in der heutigen Folge die Schnellfahrstrecke mal in Betrieb nehmen und dann auch mal eine erste kleine Probefahrt machen, wenn die Zeit noch ausreicht. Wenn nicht, machen wir das einfach in der nächsten Folge. Aber der Plan ist schon, das in dieser Folge noch zu machen. So, jetzt nehmen wir das alles hier mal weg. Wahrscheinlich vergesse ich auch wieder eine. Aber das ist gar nicht so schlimm, wenn da mal eine übrig bleibt. Das werden wir dann schon spätestens dann mitkriegen, wenn ein Stau entsteht. Hier noch und da noch. Da haben wir noch eine. Und das sollte es hier noch. Und dann hätten wir alle, ne? Dann hätten wir alle. Ja, perfekt. Aber um natürlich die Schnellfahrstrecke in Betrieb zu nehmen, müssen wir natürlich erstmal hier hinten, das war nämlich in der letzten Folge schon aufgefallen, natürlich die Tunnel ein bisschen da hinten versetzen. Denn wenn unser Zug hier reinfährt, kann er nicht wieder darüber fahren. Das ist ein Problem dann natürlich. Deswegen nehmen wir die einmal raus. Das Gute ist, wir haben natürlich unsere Strecke noch nicht eingerichtet. Deswegen wird das Spiel hier auch noch nicht meckern. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier, welche Geschwindigkeit haben wir hier? 80. 80. Aber welche haben wir hier? Das ist natürlich auch immer die Frage, ne? Die sind das. Nee, die brauchen wir mit LZB. Genau, die mit LZB waren das nämlich so. Ziehen wir hier noch ein Stück weiter. Sagen bis hier. Dass wir hier einfach nochmal rüber können. Einmal hier, zack. Ist jetzt nicht ganz so toll, dass wir hier einmal komplett kreuzen. Aber das ist ja nur, solange das hier ein Kopfbahnhof ist. Ne? Wenn wir hier irgendwann den Durchgangsbahnhof haben, wenn die Strecke geht ja dann auch noch weiter, dann entfällt das ja. Aber die Möglichkeit zum Kreuzen möchte ich hier natürlich schon haben. So. Nicht schön, aber selten. Und dann bauen wir die Tunnel wieder hin. Ein Gleis. Electrified natürlich und dann, haha, ja, welches war das jetzt, ne? NEP mit LZB 80 km/h. Das hier, da würde ich aber in den Tunnel vielleicht schon 120 reinbauen. So. Einmal, zweimal. Dann hier unten. Nehmen wir dann gleich die hier, die 140er, und schließen das hier. Ah, das geht nicht. Da geht die Kurve nicht. Oh, ich hoffe, das funktioniert jetzt noch. Ich hoffe, das funktioniert jetzt noch. Aber das sieht nicht so gut aus. Ach, das ist nur, weil der Radius so gering ist. Weil die Geschwindigkeit. Nee, das hat nichts damit zu tun. Hä? Doch, klar. Das muss mir mal einer erklären. Die 50er Gleise kann ich. Hä? Das ist ja mit LZB.
wird der Radius groß und ohne klein. Das ist ja spannend. Seht ihr das? Aha. Okay. Dann nehmen wir doch hier an der Stelle ohne LZB. Dann ist das so. Geht jetzt leider nicht anders. Weil den Radius wollte ich natürlich schon haben, dass wir hier wieder reinkommen. Ne? So. Genau. Dann fahren wir hier rein und fahren dann hier wieder raus. Dann signalisieren wir das Ganze noch. Boah, ich bin mir natürlich nicht sicher, welche Gleise, welche Signale hier an LZB-Strecken stehen. Deswegen würde ich hier ganz normal meine Standardsignale wählen. Hier eins hin. Dann brauchen wir natürlich hier eins. Hier brauchen wir eins. Genau. Bräuchten wir eigentlich hier auch eins, wenn der Zug hier wieder rausfährt. So, dann nehmen wir die Tunnelsignale. Die hier. Dann nehme ich aber die ganz stinknormalen. Ich sage das immer gerne dazu. Für Leute, die mir natürlich regelmäßig zuschauen, ist das, ja, würde jetzt nicht sagen, ein Stück weit nervig, das immer wieder zu hören, aber bei der Signalisierung setze ich nicht Wert auf Realismus. Das soll einfach nur funktional sein. Natürlich hier im Tunnel Tunnelsignale und auf offener Strecke dann normale Signale. Aber ja, da hört es dann aber auch schon auf. Ach, die Brücke ist ja eine Konstruktion, ne? Da kann ich ja gar nichts draufsetzen. Jetzt haben wir da welche. Da würde ich tatsächlich hier nochmal vor die Brücke einmal. Warum ruckelt denn das hier so, wenn ich die bauen will? Einmal hier und dann nach der Brücke sofort. Einmal hier, einmal hier. Und dann wieder im Tunnel. Und die können wir nach dem Tunnel machen. Einmal vor, einmal vor. Dann haben wir schon einen relativ langen Tunnel. Da setzen wir hier auch noch mal welche rein. Übrigens hatte mir der gute Wächter im All gesagt, dass es eine Mod gibt im Steam Workshop, wo wir andere Tunneltexturen bekommen. Die ist mir tatsächlich bisher durch die Lappen gegangen. Aber da ich die letzte Folge und diese Folge hier back-to-back aufnehme, also direkt hintereinander, kann ich die noch nicht benutzen, falls er mir die schon geschickt hat, die Mod. Nämlich gesagt, er wird mir einen Link zusenden, aber leider im Moment noch nicht benutzbar für mich. So, einmal hier und dann fahren wir hier rein. Aber wir fahren hier rein und hier dann wieder rüber. Genau. Ich finde, das hat schon was hier mit dem Städtchen. Das sieht schon gut aus. Bisschen Geld auffüllen. So, neue Linie. Einmal von hier. Und dann einmal ganz durch. Bis nach hier. Zack. Na gut, ob wir hier rüber fahren oder hier rüber, ist jetzt auch irrelevant. Und dann fahren wir wieder zurück. Genau. Hier rein.
und hier wieder raus. Genau, die 8. Ach, das ist aufgeteilt. Okay. 6, 7. Die sind quasi aufgeteilt, seht ihr das? Die 12 und die 8 bilden hier ein Terminal, deswegen ja auch hier die Weichen und hier in der Mitte auch. Okay. Schnellfahrstrecke Genf. Boah, wie nennen wir das Städtchen? Ich nenne es jetzt einfach Kassel. Ja, das war hier. Genau, hatten wir in der letzten Folge schon gemacht. So, und dann schicken wir mal Züge los. Schauen wir mal, was es hier so Schönes am Angebötchen gibt. Würde ich dann aber so rummachen. So, und dann ein Depot. Hier dran. Und dann schauen wir mal elektrisch. Da haben wir hier den Frecciarossa, den ICE natürlich, den ICE 3, den Velaro D, na gut, ICE T fällt weg. Dann haben wir den Girono, der kommt, ne? Ja, das Blöde ist natürlich, ne, dass das unterschiedliche Höchstgeschwindigkeiten dann sind. Ne? TGV haben wir, den AGV Italo und den ICE 4. Passt eigentlich alles hier gut, ne? Ich würde jetzt erstmal den ICE 3 nehmen. In Ökostrom. Dann nehmen wir den Klimaschützer. In. Boah, ist die Frage, ob wir den in Doppeltraktion nehmen können. Der, ja, aber der passt hier rein, ne? Der muss ja hier reinpassen. 320 Meter. Ja, hier passt er rein. Und hier hinten hoffe ich auch. Ja, sieht gut aus. Sollte eigentlich passen. Probieren wir es einfach mal. So ein bisschen übersteht, ist auch nicht schlimm. So. So, Schnellfahrstrecke. Und da haben wir unseren ersten Zug. Der ICE 3. Gleise sind ja eh nur für 300 ausgelegt. Ah, schön. Wollte doch. Jawohl. Hier, ne? Die sind das, genau. Dann haben wir nämlich, wenn wir die hier lang ziehen. Oder war das so rum? Ne, das war so rum. So rum, ne? Warte mal eben. Genau, dann haben wir nämlich hier. Boah, wie waren das nochmal? Ich habe die schon lange nicht mehr benutzt. Zwei Tracks, genau. Der hier war das, ne? Genau, wenn wir den ziehen, haben wir nämlich hier keine Tunnelröhre. Ich weiß gar nicht mehr, wie das. Ach, das waren die Gleise hier, ne? Genau, das waren die Gleise. Und dann zieht man daneben die Tunnelröhre und dann hat man einen Rundtunnel. Ja, ist halt die Frage, möchte ich jetzt hier drinnen die schönen LZB-Gleise haben und diese hässliche Tunnelwand oder möchte ich einen Rundtunnel, aber dafür keine LZB-Gleise? Das ist natürlich die Frage jetzt, ne? Springen wir mal kurz vor,
damit wir den nächsten Zug losschicken können. Was nehmen wir denn als nächstes? Ah, den Railjet wollte ich halt auch fahren lassen, ne? Aber es ist halt wirklich doof, dass die unterschiedliche Höchstgeschwindigkeiten haben. Wenn wir jetzt den Railjet nehmen. Hier. Der schafft ja nur 230. Und irgendwann wird er dann eingeholt vom ICE. Versteht ihr? Das ist ärgerlich. Nehmen wir hier jetzt erstmal nochmal nur Züge, die 300 schaffen. Nehmen wir einmal den Fretschhauser. Wie lang ist der? 202 Meter. 203. Aber die sind alle gleich lang, ne? Müsste man da quasi auch in Doppeltraktion fahren lassen. Der AGW, der ist auch 203. Einmal den Velaro D noch in Doppeltraktion. Aber tatsächlich freue ich mich sogar auf die Schnellfahrstrecke am meisten. Während der hier rausfährt, kann ich meinen Plan mal zeigen. Das heißt, ich hätte keinen Plan. Na, wir fahren ja hier rein. Und da möchte ich gerne, ja, entweder ja, hier auf einer Rampe, hier hoch. Und das dann schön hier durch die Berge führen. Und dann hier vorne, wo auch immer, wahrscheinlich dann schon hier, nochmal anhalten, auf die andere Seite hoch. Und dann hier, so gut es geht mit viel Geschwindigkeit, einmal eine große Talbrücke hier rüber, hier in den Tunnel und dann direkt wieder eine Talbrücke hier komplett übers Tal drüber, die dann hier reingeht. Hier am Hang entlang. Und dann immer weiter nach unten und hier dann den Endbahnhof rein. So ist der Plan. Na, müssen wir natürlich gucken, wie gut wir das dann hinkriegen. Aber ich bin da eigentlich guter Dinge. So, der Velaro D ist auch verschwunden. Und dann nehmen wir noch. Einmal den Frecciarossa. Dann nehmen wir aber auch doppelt. Dann nehmen wir einmal normal und einmal. In der 10-Jahres-Lackierung. Schicken den auch los. Auch ein wunderbarer Zug. Wunder, wunderbar. Ich denke, hier reichen dann auch erstmal 4 Stück. Oh, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Mich wirklich erschrocken. Hätte mein Gesicht sehen müssen. 4 Züge reichen dann erstmal. Ich denke auch, dass der ICE3 schon hier vorne angekommen ist. Steht hier. Und wartet auf freie Wege. Da müssten wir dann wahrscheinlich tatsächlich den aufs Terminal 12 schicken, ne? Terminal 12. Damit das klappt. Ja, klar. Der muss auf das hintere Terminal. Und dann kann er nämlich auch drehen. Genau. Und dann kann er einmal hier runterfahren. Wo kommen die Passagiere her? Hä?
Wo werden denn die Passagiere generiert? Das ist ja lustig. So, der ist rausgefahren. Und dann schicken wir hier noch den nächsten los. Da nehmen wir. Da bleibt ja eigentlich nur noch der AGW erstmal. Ja, weil wie gesagt, 250. Schwierig, ne? Nehmen wir erstmal den AGW. Den lassen wir aber mal in Einfachtraktion fahren. Alles hier in Zweifachtraktion möchte ich auch nicht. Und da kommt er auch wunderschön. Den können wir mal anhalten, damit sich das ein bisschen besser verteilt. Wieder zurück und fahren mal mit unserem ICE hier eine Runde mit. Ja, das ist natürlich nicht Schnellfahrstrecken-like hier, der Tunnel. Deswegen, da müssen wir mal gucken, dass wir diese Mod da installiert kriegen, dass man hier andere Tunneloptik hat. Hier wird beides zusammengeführt. Einmal unter dem Fluss durch. Hier haben wir dann auch wieder LZB-Gleise. Und können beschleunigen. Ob wir die 300 km/h erreichen? Ich bezweifle es. Ist natürlich auch viel Tunnel jetzt, aber dafür fahren wir ja, das hatte ich ja auch schon gesagt, im Tal, wenn wir die Strecke weiterbauen, viel mehr an der Oberfläche. Ich fand halt, das war hier, ja, die simpelste Lösung, das Ganze im Tunnel zu bauen. Und die große Brücke ist ja trotzdem Hingucker, ne? Ah, wir haben tatsächlich zwei Passagiere, wo auch immer die herkamen. So, einmal hier in den Tunnel wieder rein. Und dann geht es da wieder raus auf die große Brücke. Das sieht doch mega aus. Was für eine Aussicht. Schaut euch das an. So muss das. Wir sind in Folge 5 und die Map ist einfach schon so, es macht so Spaß, hier zu bauen und über die Map zu fahren. Dabei haben wir erst ja, zwei große Bahnhöfe miteinander verbunden. Zumindest was die Schnellfahrstrecke hier angeht. Ja, vielleicht erreichen wir die 300 ja doch. Jetzt geht es nochmal bergab. Viel wird nicht fehlen. Auch wenn es vielleicht nicht ganz klappt, aber viel fehlt dann nicht. Sind jetzt hier die Oberleitungsmassen so nah beieinander?
Jetzt wird er gleich bremsen, aber hätte ich gar nicht gedacht, dass wir hier fast 300 schaffen. 96, 97, na, 98 waren es. Bin ganz ehrlich, ich hätte hier schon gerne die LZB-Gleise weiter liegen, weil die Gleise vom NEP-Mod sind halt einfach so schön. Aber dann haben wir halt keinen Rundtunnel. Ne? Ah, ihr könnt mir das ja mal schreiben, was ihr meint. Echt schön hier. Einmal übers Gleisvorfeld drüber. Und dann fahren wir hier rein. Hat was, obwohl es eine KI-Stadt ist und keine Schönbaustadt, sieht das schon genial aus. Ja, und das hier alles dann auszuschmücken und schön zu bauen und alles gerade hier im Gleisvorfeld. Erstmal alle Strecken bauen und dann kümmern wir uns dann, wenn alles liegt, um die Ausgestaltung neben der Strecke. Schön, hat mir gefallen. Sehr, 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 sehr cool. Schauen wir mal, passt der hier komplett rein? Jo, das passt. Wie der. Oder wie die Faust aufs Auge. Schön. Sehr, 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 sehr schön. Aber ich male jetzt noch mal kurz hier drüber, sonst mache ich es nämlich nie. Hier am Tunnelausgang. Ihr kennt das ja. Lieber gleich machen, sonst macht man es nie. Cool. Hat mir gefallen. Aber wie gesagt, wo die Passagiere jetzt herkamen, wo wollen die denn hin? Das verstehe ich gar nicht. Wo wollen die denn hin? Hier ist doch gar nichts. Oder ist im Bahnhof was verbaut, wo die hinlaufen? Das kann natürlich auch sein. Aber eigentlich, komisch. Vielleicht die Läden, die hier unten drin sind. Das kann natürlich sein. Okay, nächste Folge. Ja, ich würde schon gerne mal weiterbauen. Aber ja, in der nächsten Folge gucken wir vielleicht noch, dass wir hier in Kassel beide Seiten dann voll haben mit Straßen, dass wir hier auch noch ein Städtchen hinbauen können. Und dann würde ich sagen, bauen wir dann spätestens ab Folge 7 unsere Strecken weiter hier Richtung Tal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.